Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play FitzBS Infinity Wolf Skyblock Expert Mode zusammen mit der lieben Blue Jenny. Hallo und hallo und natürlich mit dem Sir Lance. Hallöchen, ja. Haben wir noch Ice Balls? Nö. Balls? Nee, aber du kannst craften. Wie viel brauchst du denn? Crafte dir welche. Drei oder vier Stück. Ja, warte, ich crafte dir welche. Ich schmeiße dir mit dem System rein. Zu spät. Hast du die irgendwo abgebaut? Ich wollte ja wieder rübergehen und ja nicht klatschen. Nein, ich wollte hier drüben jetzt mal eben alles fixen. Denn es ist ein kleiner Fehler aufgetreten. Finde den Fehler, wenn wir das damit aussortieren wollen. Übrigens, machst du die Basic Circulistics? Machst du das? Wenn du nochmal richtig sagst, dann kann ich dir vielleicht sagen, ob ich das mache. Machst du die die Boards bitte? Ja, mache ich gleich. Danke. So, das heißt, den Quatsch müssen wir jetzt auch einmal hier mit dem Export reinsetzen. Damit der jetzt auch weniger wird, weil wir haben jetzt 62.000 Kaktus-Seeds und 31.000 von den Seeds. Okay. Warum funktioniert das jetzt nicht? Was? Stimmt, Bögen müssen wir dann auch noch gleich reinpacken. Wir brauchen eine Capacity Card. Ein paar von denen. Puff. Klappt das denn jetzt, wenn ich das hier eintrage? Nö, immer noch nicht. Hä? Jetzt? Warum wird das nicht weniger? Ah, jetzt wird's weniger. Langsam, aber es wird weniger. Okay. Sehr langsam. Dann, wir haben doch sicherlich schon wieder Bögen bekommen. Yep. Bögen packe ich auch hier drüben jetzt mit rein. Dann werden die jetzt auch mit rausgeschmissen. Hä? Muss ich jetzt eins anklicken oder was ist das? Hä, was? Warte mal kurz. Du musst jedes Rezept einzeln anklicken. Du musst quasi jedes Rezept einmal anfordern und einmal das Ding anklicken, was du haben willst. Wenn du die Rezepte einstellst. So, ich brauche noch zwei weitere Carpenter. Da. Natürlich ist der Scheiß mal wieder nicht. Habe ich das Bronze-Gear automatisiert? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Vier davon. Ergeben eins davon. Brauchst du eigentlich noch irgendwelche Gears oder hast du alle Gears? Warte. Machen wir mal bitte 100 Stück, dann habe ich mal wieder genug. Ernsthaft? Ja, es sind wieder alle Crafting-CPUs belegt. Ich bin mal ganz kurz weg. Das heißt, ja genau, weil wir wieder Glas produzieren in großen Mengen. Wenn ich jetzt einfach manuell Glas mal anfordere. So, 10.000 Stück. Und eine Crafting-CPU frei wäre. So. Dann sollte genau die Kiste wird jetzt mehr als überlaufen. Aber an sich sollte das ja ziemlich schnell mehr werden. 43.800. Ja, passt. Wird dahin exportiert. Dann das kann weg. Das kann weg. Kobbelproduktion müssen wir noch machen. Ja, gut, der Rest muss noch da bleiben. Also, sind mittlerweile die Carpenter-Dinger fertig? Ja, danke. Ich brauche drei Stück davon. Ich brauche drei Interface. Ich brauche
Condors. Ich glaube Fluid. Nee. Brauche ich das hier? Ja, brauche ich. Da muss nämlich auch Fluid mit transportiert werden. Dann Fluidukte. Nee, wie heißen die? Ender. Fluid Conduit, warum finde ich denn das nie? Gut, nicht mein Problem. Dann. Hallo? So. Always active, always active. Always active. Dann die Interface. Und das war's eigentlich schon. Circuit. Welchen habe ich jetzt hier drin? Den gelben. Okay, dann mache ich hier den rein. Das ist mit Eisen, Bronze und Tin. Tin. Eisen und Bronze. Nehme ich mal direkt das. Na, so. Redstone fehlt noch. Also, zack, zack, zack. Stimmt, keine Energie. So, Hälfte. Und so, dann Flachsdakte. Einmal bitte am Strom. Na, anschließen. Und warten bis... Alter, dauert das ewig. So. Das kann weg. Das hat er einmal durchgelaufen. Und das hat er einmal durchgelaufen. Dann kann ich jetzt die Rezepte dafür einstellen. Ne, warte. Ore Dictionary ist an. Also 6 von denen plus 1 von denen. Toll, ich hatte sogar alle. Ergibt das. 3 von denen ergibt das. 3 von denen ergibt das. So, dann jetzt einmal die richtigen. Das, das, das und Board. Sollte er... Das heißt, er nimmt das alte erstmal nicht, aber okay. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Das heißt, die Dinger sind fertig. Nächsten Punkt wegstreichen. Dann möchte ich gerne noch die Cobble-Produktion umbauen. Und da werde ich jetzt ein Igneous Extruder für benutzen. Wo ich fast alles habe, bis... Ernsthaft? Machen wir mal 100 Pisten. Jetzt hast du ja genug Holz dafür. Was fehlt da? Ach, das Ding. Und Frame. Ah, ich habe sogar noch einen. Passt. Dann gibt es nämlich hier diese hübschen Upgrades. Warum habe ich... Jenny. Die hat die wahrscheinlich alle im Inventar jetzt. So. Chipset. Machen wir mal 100 Stück davon. Ja, dann klappt das. Jetzt habe ich zwar Jenny ein bisschen die Arbeit kurz weggenommen. Aber soll mir jetzt egal sein. Chipset. Ein Eisen. Ein Gold. Ein Emerald. Denn jetzt? Also, Eisen, Gold, Chipset, Diamant, danke, und Emerald, geht immer noch nicht, dann Diamant, darf ich jetzt bitte ein Emerald machen? Dein Ernst? Start, so, und ein Emerald. Boah, Alter, wie das hier aussieht.
Wenn jetzt noch dazu, dass ich die auch noch mit an sind, dann geht aber Krebs los. Gut. Ich. Nee. Hä? Augment. Also, es gibt nämlich einmal die Dinge. Dann. Ja, so, Start. Was musst du dafür machen? Oh nein. Kohle pulverisieren. Und du hast keine Energie mehr? Ah, wir haben hier gar keinen Energiespeicher zwischen. Ups. Das heißt, das müssen wir mal ganz kurz ändern. So, dann würde ich sagen, mache ich einfach hier so. So. Ja. Da kann man hier irgendwann noch ein paar mehr von den Dingern benutzen. Von oben. Na, Input. Disabled. Disabled. Output und jetzt schlafen gehen. Damit die Maschinen weitergehen. Dann will ich auch noch einen Pulverizer am liebsten eigentlich hinstellen. Ja, da habe ich ein bisschen was rumprobiert mit dem XP-Problem. Hat aber leider nicht wirklich geklappt. Jetzt die Frage, machen wir hier jetzt noch Input? Plus oder Minus? Das, was reinkommt, wird direkt rausgesaugt. Hm. Das heißt, an sich bräuchten wir hier eigentlich auch noch mal... Ah, wir haben hier sogar noch... Stimmt, ich wollte hier drüben noch eins hinstellen. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal. Ja, ich werde es erstmal beobachten. Vielleicht klappt das ja auch so schon. Ansonsten baue ich da irgendwo noch mal ein weiteres hin. Ach, die Jenny wieder da. Ja, tut mir leid, das war jetzt keine Absicht, dass ich... Ist ja nicht schlimm. Okay. Genau, beim Zirkel war ich dabei. Ich habe die ganzen Chipsets eben eingestellt. Oh, danke. Weißt du, Redstone haben wir hier, da sind die anderen. Okay, ja, sehr gut. Dann heißt, ich kann gleich... Hast du Zirkels gemacht? Zirkels? So, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Solar? Start. Oh, wir haben nicht genug Elektroteilen. Aber wir haben auch kein Silber mehr. Für was brauchen wir denn Silber bei Solarpaneln? I don't know. Hier nicht? Hä? Wo brauchen wir bei Solarpanel Silber? Also Elektroteilen kann ich ja noch verstehen, aber... Okay, wir müssen irgendwie versuchen, die Dense Iron Plates zu automatisieren. Ich versuche gerade rauszufinden, wo wir Silber brauchen. Ah, Elektrum. Genau. Ha. Warte mal, kann ich das so? Das hatte ich im Induction Smelter drin wahrscheinlich. Genau. Kann ich jetzt wieder ein Solarpanel bauen? Nö, immer noch Silver Missing. Warum? Hä? Warte mal, wenn ich jetzt Solar anfordere, dürfte der eigentlich kein Silber brauchen. Genau, da braucht er Elektrum. Aber warum? Ach, verstehe das mal einer. Also anscheinend dieses Ore Substitution funktioniert auch nicht so wirklich. Nervig. So, jetzt würden nur noch Elektroteilen fehlen.
Das heißt, wir haben hoffentlich jetzt ein bisschen weniger Exotic Seeds. Oder mit anderen Worten, gar keine mehr. Eine Plate macht das, okay? Das ist gut. Dann möchte ich jetzt gerne eigentlich noch den Cobblestone-Zeug fertig machen. Weil da können wir nächstes Mal nämlich einen Großabriss machen. Brauchen wir den Kompressor? Kompressor? Brauchst du immer wieder ein Kompressorrezept? Ja, ich habe einen gemacht. Ah, okay. Nämlich, wir brauchen nämlich die Dense Iron Plates. Denn, oder stimmt. Keine Ahnung. Die habe ich jetzt automatisiert, alles gut. Ja, ist okay. So, dann brauchen wir. Kann ich da jetzt alle drei eigentlich benutzen? Dann zwei Buckets. Ein. Machen wir das mit einem Import? Wollen wir den Cobble importieren über das ME-System oder wollen wir es einfach in einem eigenen Drawer hier hinstellen? Einen eigenen Drawer hinstellen. Ja, also ins ME-System kommt es halt so oder so nicht rein, aber ob wir das übers ME-System machen, also den Ignis Extruder hier drüben irgendwo hinstellen oder ob wir da direkt in den Drawer reinpumpen. Ich würde sagen, direkt in den Drawer reinpumpen, so wie wir es auch, so wie wir es hier mit denen auch gemacht haben, mit dem Sand und so weiter. Ich hoffe, dass die Conduits dafür schnell genug sind. Ah, voll schön. Ich brauche schon wieder neue Upgrades. So. Import. Extract always active. Ein compacting Drawer, bitte. Ein Tin Gear. So, dann. Koppel. Wollen wir auch ein Void Upgrade rein? Packen. Ja, komm. Machen wir einfach. Maschine Frame Basic. Dann brauche ich den Key wieder. Wie weit bist du jetzt eigentlich? So, ich habe den Maschine Frame Basic jetzt als Plate. Okay. Also, theoretisch produziert er jetzt Obsidian. Jetzt die Frage, wenn ich das so mache. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Jetzt die Frage, ist das Ding schnell genug oder bräuchte ich da mehrere für? Ich glaube, einen zweiten Output hier ansteuern wäre nicht schlecht, oder? Always active. Komm, dann machen wir es gleich ein bisschen sehr overpowered. Ey, das geht. Was? Ab jetzt ist der Basic Machine Frame automatisiert. Das ist gut. Und ich bin jetzt wieder gemutet, tut mir leid. Ja, ich würde jetzt aufhören. Gut. Das heißt, wir können hier drüben die Kobbelproduktion abbauen. So. Und können das den Cobblestone und den Cobblestone hier einfach importieren. Importbus. Kabel dran. Acceleration Card. Na, sollte ja relativ schnell jetzt hier alles rein importieren ins System. Genau, dann brauche ich noch davon welche, davon ein paar Kabel, hier, und zack. So, das heißt, wir importieren jetzt den letzten Cobble, das Zeug hier sollte alles leer sein, das hier drüben auch, sieht danach aus, denn 26.966. 26.900.
66. Start. Genau, jetzt sind nämlich die anderen auch weg. Und die werden jetzt alle einmal umgecraftet. Dann ist hier auf dieser Insel eigentlich nichts mehr los. Hier muss man halt drauf achten, ob das jetzt reicht mit dem Energiespeicher. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr es geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertungen da, etc., etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.